hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Erzengel Michael, Oktober 2022. Die Göttin, der weibliche Aspekt des Schöpfers. Empfangen durch Ronna Wiesane, übersetzt von Wolfgang. Geliebte Meister, die weiblichen Qualitäten des Schöpfers oder die Göttinnenenergie ist die vorherrschende Kraft auf der Erde in dieser Zeit des großen Wandels der Zeitalter. Die Göttin ist hier, um die Rückkehr zur Harmonie einzuleiten, zum Gleichgewicht und zur Harmonie in allen Dingen, beginnend mit den ausgeglichenen Energien, Eigenschaften, Qualitäten und Tugenden unseres Vater-Mutter-Gottes. Der mittlere Weg innerhalb der holographischen Gedankenform und die Struktur der Polarität und Dualität werden immer deutlicher. Viele verschiedene Facetten der Schöpfung bewegen sich tiefer in den Prozess der Wiedervereinigung hinein. Dies ist auf allen Ebenen des Universums und besonders auf dem Planeten Erde zu beobachten. Eine der wichtigsten Facetten des Zeitenwandels ist die Rückkehr der Göttin und die Wiedervereinigung der männlichen und weiblichen Qualitäten und Eigenschaften unseres Vater-Mutter-Gottes. Das Universum besteht aus Millionen von Schwingungs- und Frequenzmustern, die alle aus dem Herzen, Geist des höchsten Schöpfers stammen. Alles, was jemals war und sein wird, ist in der Kernessenz von alles, was ist, gespeichert. Als der höchste Schöpfer den Wunsch weckte, durch die schöpferische Dynamik der Manifestation mehr von sich selbst zu erfahren, war die erste Trennung und individualisierte Manifestation das männliche Weibliche, das positive Negative oder die Schwingungen der Gegensätze, die Polarität genannt werden. Die Vater-Mutter-Energien kamen wieder zusammen, was ein brennendes oder explosives Kraftfeld erzeugte und dadurch den Sohn und die Tochter der weißen Feuergedächtnis-Saatatome oder die Sonnenaspekte schuf. Dies ist die heilige Triade, das Dreieck, die heilige Drei der esoterischen Lehren. Die Vater-Mutter-Schöpfer-Energien haben sich in unserem Subuniversum zu 12 großen Wesenheiten ausgeweitet. Unser Sonnensystem schwingt in der Harmonie der 7, ist aber gerade dabei, zur galaktischen Harmonie der 12 zurückzukehren. Die stärkste Kraft im Omniversum ist die Liebeskraft, die durch das Wesen der weiblichen oder göttlichen Energie des Schöpfers ausgestrahlt wird. Zunächst bringt die männliche Essenz des Schöpfers in seinem Geist Samen der neuen Schöpfung hervor, die zu einer göttlichen Blaupause führen, die dann in den Liebeskern oder die emotionale Natur der Göttinessenz eingebettet wird. Dadurch wird ein wundersamer und großartiger Prozess in Gang gesetzt, der zu Schöpfungen führt, die eure größte Vorstellungskraft übersteigen. Ihr, die Menschen, seid eine dieser großartigen Schöpfungen. Eine wundersame Zeit ist gekommen, eine Zeit, auf die wir lange gewartet haben. Ja, auch ihr habt auf dieses gesegnete Ereignis gewartet, obwohl ihr nicht wusstet, was es ist. Viele Jahrtausende lang stand Gott als Vater im Mittelpunkt und ihr habt versucht, seine vorherrschenden Tugenden und Eigenschaften zu verkörpern: Macht, Wille, Weisheit, Wahrheit und Tapferkeit.
Jetzt ist es an der Zeit, dass die Göttin, eure Gottesmutter, die Fülle ihrer Liebe, ihres Mitgefühls, ihrer Kreativität und ihrer Weisheit in dieses Subuniversum ausstrahlt. Jede Facette der Schöpfung wird von diesem großartigen Geschenk berührt und beeinflusst. So sicher, wie du aus der Wärme des Schoßes deiner Mutter auf die Welt gekommen bist, sind auch wir alle als Geist aus dem Schoß unserer göttlichen Mutter hervorgegangen, aus der göttlichen Verstandesessenz unseres Vatergottes kamen die weißen Feuersaatatome der Schöpfung, die in das Herzzentrum, den kosmischen Schoß des Wesens unserer Muttergottes ausgestrahlt wurden. Durch ihren vereinten Wunsch wurden wir dann in das individualisierte Bewusstsein ausgestrahlt. Spirituelle Ausdrucksformen von so großer und komplexer Vielfalt, dass es jenseits des Vorstellungsvermögens liegt. Wir haben euch in den vergangenen Jahren erklärt, wie die Strahlen des kosmischen Bewusstseins in jeder Wurzelrasse und Unterwurzelrasse ihre Farbe und ihre Frequenzen verändert haben, wie sie je nach der neuen göttlichen Blaupause, dem, was zu der Zeit gebraucht wurde, oder dem, was in einer bestimmten Ära auf dem Weg der Menschheit durch die vielen Zeitalter erlebt und integriert werden sollte, verstärkt oder abgeschwächt wurden. Du hast auch schon vom goldenen Strahl gehört, der die Strahlkraft, die Tugenden und die Eigenschaften unseres Vatergottes repräsentieren und trägt, und vom silbernen Strahl, der die reflektierenden Tugenden unserer Muttergottes ausstrahlt. Wir sagen dir jetzt, dass dieser silberne Strahl nur eine winzige Facette ihrer unglaublichen Macht und Strahlkraft ist. Die neue Energie, die jetzt auf die Erde und die Menschheit herabströmt, wurde Platin-, Diamant- und Kristallstrahl genannt. Aber egal, wie du sie nennst, sie kann die Großartigkeit dieses wunderbaren Geschenks, das der gesamten Schöpfung zuteil wird, nicht beschreiben. Es ist die Erinnerung an die vollkommene Liebe eurer göttlichen Mutter, die von den Alten als Heiliger Geist bezeichnet wurde und nach der ihr euch über die vielen Zeitalter hinweg gesehnt habt, ihr Kostbaren. In eurem Herzzentrum gab es eine Stelle, die von nichts und niemandem im physischen Sinne ausgefüllt werden konnte. Es ist an der Zeit, dass dieser Ort mit ihrer bedingungslosen Liebe, ihrem Mitgefühl, ihrer Kraft und ihrer Reinheit gefüllt wird. Ihr müsst nur die Isolierung um eure Herz-Seelenkammer, euer heiliges Herz entfernen und ihrem Strahlen Einlass gewähren. Ich höre das Flüstern in euren Köpfen, Geliebte, aber bin ich würdig? Wir sagen jedem und jeder von euch, ja, du bist würdig, ohne Vorbehalte, ohne Ausnahmen. Ja, auch hier gelten die universellen Gesetze, die durch eure Schwingungsfrequenzen bestimmen, wie viel von dieser Energie ihr integrieren könnt. Aber sie steht ausnahmslos allen zur Verfügung. Und schließlich wird in jedem Herzen, in jeder Ecke und in jeder Facette der Schöpfung ein weißes Feuersaatatom dieses seltenen Liebestanks entzündet werden. Es kann gar nicht anders sein, denn er war schon immer da. Aber seine Strahlkraft wurde jedes Mal schwächer, wenn ihr tiefer in die Dichte der materiellen Bewusstseinsebenen gesunken seid. Ihr seht, es ist Zeit für eine Wiedervereinigung auf allen Ebenen, von der höchsten bis zur niedrigsten.
Deshalb werden die Eigenschaften, Aspekte und Tugenden der Mutter Schöpferin die vorherrschende Kraft in diesem Subuniversum sein, bis ein Gleichgewicht zwischen eurer göttlichen männlichen und weiblichen Natur wieder erreicht ist. In deiner DNS sind göttliche Liebe, Mitgefühl und Kreativität sowie Kraft, Macht und der Wille zur Schöpfung verschlüsselt, die von unseren spirituellen Eltern an alle fühlenden Wesen weitergegeben wurden. Dies ist eine wichtige Komponente, um das Einheitsbewusstsein wieder zu erlangen. Wir haben uns damit befasst und versucht zu erklären, warum so viele von euch Kummer, Unbehagen und Unsicherheit erleben, während in anderen Momenten ein Gefühl von großer Freude, Verwunderung und Erwartung in euch aufsteigt. Manche nennen es das Lichtarbeiter-Syndrom, und das ist ein passender Titel. Auch hier könnt ihr nicht einmal ansatzweise begreifen, was mit euch und eurer Erde sowie mit diesem Subuniversum und dem gesamten Universum geschieht. Ihr mutiert, während eure DNA-Stränge entflochten und aktiviert werden, und euer Gehirn wird langsam verfeinert und verbessert. Ihr verbindet euch auch wieder mit eurer kosmischen Abstammungslinie, während ihr euch in den Strängen der Zeit zurück in die Zeit bewegt, in der ihr euch von eurer fünftdimensionalen heiligen Triade getrennt und eure Reise in die Dichte der viert-drittdimensionalen Reiche der Materie begonnen habt. Stellt euch die Lichtsäule vor, zu der eure Wirbelsäule geworden ist oder noch wird, und seht, wie sie sich in den kristallinen Kern der Erde hinunterbewegt. Beobachtet dann das Gefühl der Ausdehnung, das ihr spürt, wenn sie sich aus eurem Kronenchakra ausbreitet, bis sie sich mit eurer fünftdimensionalen heiligen Triade verbindet. Stellt euch nun vor, wie weitere kleinere Strahlen horizontal von eurer Lichtsäule ausgehen, während sie einzelne Seelen in ihrer physischen Verkörperung berühren und mit ihnen verschmelzen, eure Seelen-Sternenfamilie hier auf der Erde mit euch. Diese Energieprojektionen sind nicht dasselbe wie die, die ihr in der Vergangenheit in der dritten Dimension auf andere übertragen habt. Diese Projektionen waren Anhaftungen, die darauf abzielten, Energie zu kontrollieren, zu besitzen oder abzuschöpfen. Die Lichtstrahlen, die ihr jetzt projiziert, tragen die Tugenden der bedingungslosen Liebe, des Mitgefühls und der Einheit in sich. Beobachtet die Energiestrahlen, die ihr projiziert habt, die ein Teil von euch sind, und das Strahlen, das ihr zurückgewinnt, wie sie sich mit eurer Seelenfamilie und den irdischen Bewusstseinsebenen verbinden, ebenso wie mit den Meistern, Engelswesen und denen, mit denen ihr eine große Affinität habt. Ja, seht, wie sich euer Lichtstrahl mit meiner Energie verbindet und mit der Energie der anderen geliebten Erzengel verschmilzt, sowie mit der Energie aller großen Wesen, die ihr kennt und wiedererkennt, und sogar mit denen, an die ihr euch nicht erinnert. Die Zeit wird kommen, in der ihr bereit sein werdet, mit vollem Bewusstsein mit dem Herzzentrum unseres Vater-Mutter-Gottes in diesem Subuniversum zu verschmelzen. Das wird in ferner Zukunft geschehen, aber wir versichern euch, dass es geschehen wird. Gewöhnt euch erst einmal an den Gedanken, dass ihr multidimensionale Wesen des Lichts werdet. Ihr projiziert eure Essenz, das einzigartige Wesen, das ihr geworden seid,
in die Bereiche der höheren inneren Dimensionen und hinaus in das Sonnensystem und die Galaxie. Ihr folgt eurem eigenen individuellen Weg nach Hause. Ihr reist durch die Vergangenheit zurück in eure glorreiche Zukunft. Geliebte, wenn jemand negativ über ein kommendes oder vorhergesagtes Ereignis spricht, warum gebt ihr ihm nicht eine andere Sichtweise, eine andere Möglichkeit oder wahrscheinliche Zukunft? Bittet sie, uns zu helfen, das beste Ereignis zu manifestieren, damit ihr diesen Übergang ins Licht mit Freude, Leichtigkeit und Anmut erleben könnt. Es ist eine Zeit der goldenen Gelegenheiten. Lasst euch die Geschenke, die euch angeboten werden, nicht entgehen. Wisst, dass ich bei euch bin. Wenn ihr euch ins Licht ausdehnt und euren rechtmäßigen Platz als geliebtes Kind unserer Mutter, unseres Vaters, Gottes zurückfordert. Ich bin Erzengel Michael. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.